Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot. Und beim letzten Mal habe ich ja mitten im Kampf meinen Part beendet. Und jetzt werden wir doch mal probieren, Mirapla zu besiegen. Und dazu benutzen wir natürlich Tackle. Und der sollte doch jetzt ordentlich Schaden fabrizieren. Absorber, wahrscheinlich sowas ähnliches wie... Oh, das ist nicht sehr effektiv wie das von Zubat. Ich glaube, hieß das Zubat? Ja, ich glaube Zubat. Und jetzt werden wir einfach wieder Tackle einsetzen und das sollte es doch dann auch gewesen sein mit Mirapla. Genau. Wurde besiegt und wir halten schön unsere 183 Erfahrungspunkte. Oh, Knofensa. Nee, wir werden bei Bisasam bleiben. Und jetzt habe ich mich gerade schön versprochen. Wir sind ja mittlerweile schon so weit, dass sich unser Bisasam weiterentwickelt hat. Und wie gesagt, eine Runde Tackle. Ja, das sieht gut aus. Ist sogar ein kleinen Tick über die Hälfte. Wurde von... Oh, jetzt wurden wir umwickelt. Das heißt wahrscheinlich, dass wir nichts machen können. Achso, wir werden einfach nur dadurch verletzt. Das ist scheinbar auch ein Dot. Und dann setzen wir einfach wieder Tackle ein. Ah, das ist immer ärgerlich. Dieses letzte bisschen. Und ich glaube, das ist einfach eine passive Fähigkeit. Genau, das bringt ihm jetzt wahrscheinlich auch nichts mehr. Jetzt kriegen wir nochmal ein bisschen Schaden. Und setzen wieder Tackle ein und dann war es das auch mit Knofensa. Und wir bekommen, wie gesagt, schon wieder unsere schönen Erfahrungspunkte. Und Göre Miriam hat leider verloren. Und das erkennt sie auch ganz gut selber. Und wir kriegen wieder ordentlich Poké-Dollar. Und dann werden wir doch mal hier weiter den Mondberg erkunden. Und, oh. Ah, wieder... Wieder ein jetzt können wir sehen. Ja, doch, es war tatsächlich Zubat. Hatte ich doch noch richtig im Kopf. Und ich muss persönlich sagen, dass ich schon fast gerne flüchten möchte. Wir werden einfach mal flüchten. Denn ich weiß noch, ich weiß nicht, ob das jetzt hier schon der richtige Weg ist, dass hier irgendwo Team Rocket auf uns wartet. Genau. Wir drehen hier ein dickes Ding. Mach dich vom Acker. Und ich hoffe mal, Team Rocket hat nicht unbedingt jetzt Pflanzen-Pokémon dabei. Team Rocket Rüpel. Auch ein schönes Wort. Oh, jetzt ist es schon wieder ein Zubat. Den werden wir vielleicht erstmal mit Egelsamen ein wenig bepflanzen. Genau, Zubat wurde bepflanzt. Und was setzt er wieder? Dieser Blutsauger. Der ja wirklich im Grunde genommen ist es das gleiche. Das ist sogar, glaube ich, die gleiche Animation. So, und wir holen uns unsere Energie wieder zurück. Und dann werden wir jetzt weiter mit Tackle agieren. Hätten eigentlich auch eine Runde Schlafpuder einsetzen können. Oh, das war ein schöner Treffer. So, warte mal, jetzt verlieren wir 2 Punkte, aber jetzt kriegen wir wahrscheinlich wieder 3 dazu. Aber ich muss sagen, das ist eigentlich das Coole an diesem Egelsamen, dass man da irgendwann noch so ein bisschen Leben regeneriert. Und dann letztlich ja schon fast ohne Schaden davonkommt. Und wir haben bald schon wieder das nächste Level up mit Bisaknosp. Und ich glaube so ab Level 27 war das, glaube ich, dann könnten wir schon Bisaflor haben. Wir werden das Pokémon jetzt natürlich nicht wechseln. Rettern. Bedrohung. Was? Vermindert Angriff von Bisa. Achso, das war schon eine Attacke. Na gut, wir setzen Egelsamen. Hä, aber wieso hat der denn... Haben wir eben gerade gar nichts gemacht? Das ist komisch. Oder es war vielleicht eine passive Fähigkeit. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin kein Pokémon-Experte. Also, da muss man dann auch vielleicht mal ein bisschen Nachsicht haben. Aber ich gebe eben mein Bestes und solange es mir Spaß macht, ist mir das auch relativ egal, ob ich das nun hätte das besser machen können oder habe das nicht gemacht. Hauptsache, es macht Spaß. Und das setze ich eigentlich auch... Oder versuche ich bei allen meinen Let's Plays umzusetzen. Bei FIFA ist es teilweise schon manchmal mehr Kampf als Spaß. Oder nicht mehr Kampf als Spaß, aber dann ärgert man sich so, oh, jetzt die ganze Zeit spielt man wirklich gut und hat auch die Chancen und dann kann man sie einfach nicht in bare Münze umsetzen. Und wenn wir jetzt gleich Glück haben, jetzt kommt nochmal der Silberblick. Aber ich denke, der Egelsamen wird jetzt Rettern den Rest geben. Und wir haben immer noch den Wickel um uns drum.
Oder hat Rettern das eingesetzt? Ich habe jetzt auch gar nicht so wirklich drauf geachtet, weil ich so ein bisschen angefangen habe, über FIFA zu reden, etc. Aber zumindest konnten wir jetzt hier ein Level up kassieren. Und kassieren jetzt bestimmt auch wieder ein paar Poké-Dollar. Team Rocket Rüpel. Du bist eine harte Nuss, Kitty. Ja, wir haben dich vernichtend geschlagen, würde ich einfach mal sagen. Wir sind dir überlegen. Und hier liegt jetzt leider nur ein Pokéball. Was finden wir hier? Raub. Palutenpack TM46 in. Da muss ich mich auch nochmal so ein bisschen reinfuchsen. Ich weiß gar nicht mehr, was diese ganzen Sachen zu bedeuten hatten. Und jetzt kommt hier wahrscheinlich wieder... Oh, ein Kleinstein. Das würde ich vielleicht sogar gerne fangen. Haben wir ja, glaube ich, noch nicht, oder? Ich glaube nicht. Wir werden einfach mal mit einem Tackle beginnen. Und, oh, das ist nicht sehr effektiv. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wenn wir jetzt wieder eine Pflanzenattacke einsetzen, dass das ordentlich reinhauen wird bei Kleinstein. Und ich möchte ihn jetzt auch nicht mit Egelsamen die ganze Zeit bearbeiten. Wir werden jetzt einfach notgedrungen Rankenhieb einsetzen. Kleinstein ist jetzt auch jetzt nicht unbedingt Priorität Nummer 1, was ich unbedingt fangen möchte. Also ich hätte gerne auf jeden Fall noch ein Abra und ein Pikachu. Das sind so die Sachen, die mir momentan so ein bisschen im Kopf rumschwirren. Warte mal, doch, da haben wir alles erkundet. Und hier geht es dann weiter. Hier werden wir wahrscheinlich gleich wieder in den Kampf verwickelt. Bist du auch auf Forschungsreise? Ich glaube nicht. Wir sind mehr auf Pokémon-Reise. Teenager Gaston. Gaston ist eigentlich auch ein schöner Name. Ich würde mein Kind zwar niemals so nennen, aber trotzdem ganz cool. Hört sich zumindest irgendwie edel an. Und ich denke mal, wir werden ratzfratz einfach mit Tackeln... Was denn, was ist die Mehrzahl von Tackle? Tackles? Und was ist denn jetzt hier gerade los? Wieso haben wir... Haben wir daneben gehauen? Scheinbar. Oh, das war ein schöner Treffer. Jetzt kriegen wir einen kleinen... Oh, Routenschlag ist... Ah, Verteidigung. Das sind eben so meine ganzen Wissenslücken, aber... Das ist jetzt... Oh, nur noch 29 HP. Wir werden hier auch noch ein paar Kämpfe bestreiten müssen. Aber notfalls werden wir einfach mit unseren Tretern hier schnell wieder rauslaufen. Denn vor der Tür ist ja direkt das Pokémon Center. Oh, und er hat drei Pokémon dabei. Jetzt mal... Ah, wieder Ratzfratz. Es wäre irgendwie cool, wenn das so ein Pokémon-Trainer wäre mit ganz vielen Kleinsteins und Onix. Die kann man ja mit Rankenhieb ordentlich bearbeiten. Ruckzuckhieb. Oh, jetzt muss sagen... Hier kriegen wir aber schon ordentlich Schaden. Aber wir haben notfalls auch noch einen Trank dabei. Wichtig ist, dass unsere AP nicht zur Neige geht. So, jetzt hat er wieder Zubat. Und da werde ich auf jeden Fall als erstes Egelsamen einsetzen. Ich gehe auch mal davon aus, dass es ein relativ hohes Level hat. Okay, auch nur Level 10. Setzen. Dann gleichen wir auch so ein bisschen wahrscheinlich seinen Blutsauger aus. Das ist auf jeden Fall cool. Genau, Blutsauger. Oh, 5. Ein Volltreffer auch noch. Jetzt ein bisschen haarig hier. Das wollen wir auch gerne einen Volltreffer haben. Na, nicht ganz. Aber ich denke... Oh nein, ach, Mensch. Da, also das ist mir jetzt schon das eine oder andere Mal passiert, dass ich hier wirklich die ganze Zeit A klicke, damit ich die Texte weiter scrolle. Oder scrolle. Aber dabei dann eben wieder mal eine Attacke ansetze, die ich eigentlich nicht ansetzen wollte. So, jetzt komm schon. Einfach nur ein Tackle. Das hört sich doch gut an. Oh, das müsste auch, auch kein Volltreffer. Einfach nur ganz normaler Schaden. Hier werden wir jetzt den Sieg davontragen. So, Tackle. Geh bitte nicht daneben. Genau. Und das war's auch mit Gaston und seinen Pokémon. So ein Mist, verloren. Paluten gewinnt 160 Poké-Dollar. Und ich bin eigentlich... Oder nehmen wir einfach... Ach, was soll der Geiz? Wir werden einfach einen Trank nehmen. Ich meine, wir haben wirklich genügend... genügend Geld. Trank. Schön für Bisa Knosp. Was? Wie, der... Ach, habe ich den Ratzfratz gegeben? Oh. Genau, nimm Schluck, Bisa Knosp. Trank wurde bei Bisa Knosp verwendet. Jawohl. Dann werden wir jetzt mal hier weitergehen. Setzen mal zum Sprint an. Und hier kommt wieder irgendein wildes Pokémon. Wieder ein Kleinstein.
Dann könnte ich eigentlich einfach einen Rankenhieb. Obwohl, ich habe einfach Angst, dass ich hier mit den AP, obwohl wir haben noch 9 Attacken, dann nehmen wir die kostenlose Erfahrung einfach mal mit. Genau, wurde besiegt. 110 Erfahrungspunkte, ist wirklich gut. Bisschen Training und ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt gegen den... Na, gegen den unbedingt kämpfen möchte. Hilfe, Überfall. Ach ja, du bist nur ein Kind. Nur ein Kind, was soll das denn heißen? Ja, welchen Namen hat er? Wanderer Rufus. Okay, Rufus. Mal gucken. Der wird doch bestimmt... Jawohl, ein Kleinstein. Dann werden wir jetzt auch mal unseren Rankenhieb wieder raushauen. Und zack. Und ich hoffe, er hat jetzt noch die anderen dabei. Onyx. Was gibt's noch? Ach, was gibt's denn noch alles für Pokémon? Oh, ich weiß es nicht. Aber egal, er hat wieder einen kleinen Stein. Wird Paluten das Pokémon wechseln? Nein, Paluten wird es nicht tun, denn Bisasknosp ist dafür das perfekte Konter-Pokémon. Wieder ein Rankenhieb. Ich meine, nach dem Kampf haben wir dann auf jeden Fall noch 5 Stück übrig. Und das sollte dann auch hoffentlich reichen. Jetzt haben wir gleich schon wieder ein Level-Up. Das ist cool. Bisasknosp erreicht Level 20. Als nächstes wird Onyx eingesetzt. Und hier war wieder mal ein Beispiel dafür, dass ich mich verklicke. Und Onyx wird jetzt auch wieder hier ordentlich was abbekommen. Das ist sehr effektiv. Leider sind die so, haben die so ein geringes Level, das wäre cool gewesen für mehr EP. Aber nur gut, ich will mich jetzt hier auch nicht beschweren. Es war schon wirklich einfacher Kampf. Wow, du hast mich total überrumpelt. Boah, 360 Pokédollar. Und geht's hier oben? Oh, da oben ist ein Pokéball. Paluten hat Mondstein gefunden. Okay. Ich weiß auch nicht mehr genau, was man mit dem letztlich machen konnte. Ob der vielleicht einfach nur ganz viel wert ist. Und hier geht's jetzt weiter. Hatten jetzt hier so ein bisschen Glück, dass kein Pokémon gekommen ist. Geht's hier... Oh, nein. Ich wollte mich doch nur kurz umdrehen. Aber ich glaube, da unten geht's längs. Und um jetzt AP zu sparen, werde ich hier auf jeden Fall flüchten. Du bist entkommen. Jo. Jetzt geht's hier wieder... Nein! Ich wollte schon gerade sagen, jetzt geht's hier wieder gegen Team Rocket. Pipi! Ich möchte die Pipi gerne fangen. Nee, ich muss sagen, ich werde jetzt erstmal mich hier um Team Rocket kümmern. Und dann... Nein! Ah, hat er sich wieder umgedreht. Ich weiß gar nicht, ob das automatisch passiert ist. Geh Erwachsene nicht auf den Wecker, du Nervensäge. Ah, wie heißt... Ist es auch wieder ein ganz normaler Rüpel? Jawohl. Und wieder mal einen... Ratzfratz. Oh, Level 13. Und ja, wir müssen so ein bisschen auf unsere AP achten. Deshalb werde ich wieder Egelsamen einsetzen. Oh, ist ausgewichen. Gibt's ja nicht. Ich denke mal, ich werde es trotzdem nochmal probieren. Oh, wir haben nur noch 3 AP-Punkte davon. Aber nun gut. Was setzt er jetzt ein? Tackle. Sollte nicht allzu viel Schaden machen, genau. Und jetzt ist es wieder extrem spannend. Da kann ich mich schon fast... Oh, wir haben auch nur noch 11 AP-Punkte bei Tackle. Schon schön zurücklehnen. Oh, alter Schwede, war das kein Volltreffer? Da habe ich mich auch so ein bisschen verschätzt gerade, muss ich sagen. Denn ich dachte, das wird ein etwas längerer Kampf mit Ratzfatz. Sodass sich der Egelsamen richtig lohnt. Aber nach dem Tackle... Oh, alter Schwede. 10 Punkte verloren. Ja, besiegt, erhält 157 EP. Als nächstes wird Sandan von Team Rocket. Das ist doch eigentlich auch ein Sand- oder Stein-Pokémon. Dementsprechend werde ich da auf jeden Fall gleich wieder Rankenhieb einsetzen. Komm schon. Jawoll, sehr effektiv. Na komm schon, noch ein Sandan. Oh, 258. Ach, das war's schon. Mensch, du alter Rüpel. 460, also die Team Rocket-Typen geben auch nochmal ordentlich Coins. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das war der falsche Weg. So, hier werden wir natürlich wieder flüchten. Du bist entkommen. So, legen wir mal wieder einen Zahn zu. Ah. Wieder ein Kleinstein. Dieses Mal werden wir uns aber die AP sparen.
Flucht. Du bist da auch noch nie fehlgeschlagen, ne? So, na, geht's jetzt hier längs? Ich muss sagen, gerade ist es ein wenig nervig, dass dauernd hier Pokémon kommen. Aber kann man ja nicht ändern. Außer man hätte diesen Trank sich, glaube ich, gekauft. Aber dann kaufe ich lieber den ganz normalen, womit ich ein bisschen AP heile. Als jetzt irgendwie darauf zu achten zu müssen, dass, ob ich nun jetzt nicht dauernd auf so schwache Pokémon treffe durch diesen... Ich weiß gar nicht, wie dieser Trank wirklich heißt oder was das ist. Ich glaube, das heißt einfach nur Schutz. So, hier ist wieder einer von Team Rocket. Wir vom Team Rocket werden die Fossilien finden, die Pokémon wiederbeleben und teuer verkaufen. Habe ich, glaube ich, auch gerade den Satz völlig falsch betont. Ist ja auch egal. Ich hoffe, du hast jetzt... Ach, wieder ein Ratzfratz. Aber der ist wieder Level 13, deshalb werde ich jetzt keine Zeit verschwenden und sofort den Tackle ansetzen. Sodass wir ihn hoffentlich in der nächsten Runde dann schon erledigt haben. Setz ruhig deinen Routenschlag ein. So machst du wenigstens keinen Schaden. Obwohl, wenn er jetzt gleich wieder... Genau, ruckzucki, dann greift er wieder als Erster an. Das habe ich übrigens auch von euch. Das wusste ich auch vorher nicht, dass dieser Initiativwert das eben beeinflusst und das Ruckzuckhieb davon ausgenommen ist. So, nur noch 18 AP. Ein Zubat. Ne, wir bleiben trotzdem noch bei Bisaknosp. Und diesmal können wir aber, glaube ich, oder? Wir testen das einfach mal. Tackle. Jawoll. Gut, das hat wenig Schaden gemacht. Und dann werden wir jetzt Zubat komplett KO. Und wir haben wieder mal ein Level abgeschafft. Herrlich. Haben auch lange keine neuen Fähigkeiten mehr dazu bekommen. Wohl momentan finde ich das eigentlich alles ganz gut, was ich habe. Gehen wir jetzt hier hoch. Stopp, Hände weg. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Die Fossilien gehören mir. Ah, das ist jetzt das, was ich ebenfalls in den Kommentaren gelesen habe mit diesen Fossilien. Wo wir uns dann wahrscheinlich jetzt gleich eins aussuchen. Streber Miguel. Oder Miguel. Mein Cousin heißt so. Jetzt weiß ich gar nicht, was effektiv gegen Slimer ist. Ich werde einfach mal Egelsamen einsetzen. Slimer wurde beflammt. Sieht er. Oh, was ist Aussetzer? Wurde blockiert. Hä? Jetzt kriegen wir doch noch was? Nur gut, ich werde einfach Tackle einsetzen, denn ich denke nicht, dass Pflanzenattacken gegen den so gut sind. Oh, er setzt nur Härtner ein. Das ist traumhaft. So können wir ihn wunderbar bearbeiten. Und wir wurden blockiert. Ich glaube, das muss doch gerade ein Bug gewesen sein, denn was wurde denn von uns gerade blockiert? So, wieder ein schöner Tackle. Ah, Mist, ey. Das hätte gerne mal ein Volltreffer sein können. Slimer wurde besiegt. 28 HP haben wir noch. Oh, Smogon! Wird Paluten das Pokémon wechseln? Nein, wird er immer noch nicht machen, denn seine ganzen anderen Pokémon sind gerade mal Level 7. Das wäre vielleicht nicht ganz so schlau. Ich probiere einfach mal hier einen Rankenhieb. Oh, gar nicht so schlecht, obwohl es nicht sehr effektiv ist. Also man muss sagen, dieser Knosp hat jetzt schon ganz gute Durchschlagskraft. Attacke von Smogon geht daneben, das ist gut. Und dann werden wir ihn jetzt hier auch finishen. So, kriegen wir wieder ordentlich Erfahrung. Wow. Das war über ein Viertel des Levels. Oh, Voltoball. Nee, werde ich nicht. Voltoball konnte sich doch selber in die Luft jagen, oder nicht? Das wird auf jeden Fall gleich interessant. Ich werde mal gucken. Wir könnten eigentlich auch mal Schlafpuder. Das haben wir die ganze Zeit noch nie gemacht. Wenn er jetzt gleich eine Runde schläft, wäre das nicht schlecht. Jawohl. Wenn wir jetzt einfach mal den Rankenhieb bei ihm austesten.
Oh, das war ein schöner Treffer. Und er schläft immer noch tief und fest. Und dann werde ich jetzt gleich diesen Kampf komplett beenden. Achso, wir haben gar keine AP mehr für das. Deshalb muss ich dann ja schon fast wieder Rankenhieb einsetzen. Voltoball wurde besiegt. Bisaknosp erhält 264 Erfahrungspunkte. So, Streber Miguel. Oder Miguel. Hey, nicht so gierig. Ich sagte, ich gebe dir eines ab. Und jetzt ist es, wo wir uns entscheiden können. Gucken, warte mal. Möchtest du das Domfossil? Nein. Und was war das andere? Möchtest du das Helixfossil? Nein. Ich glaube zumindest einmal in den Kommentaren gelesen zu haben, dass ich doch das Domfossil nehmen soll. Und da ich jetzt keine Ahnung habe, welche Pokémon da letztlich rauskommen, werde ich das Domfossil einfach mal mir schnappen. Domfossil erhalten. Paluten packt Domfossil in Basis-Itemtasche. Oh, was sagt er jetzt noch? Okay, dann gehört das hier mir. Und ich werde jetzt mal hier einen kleinen Cut machen. Und beim nächsten Mal werden wir versuchen, nochmal heil aus dieser Höhle herauszukommen. Denn mit Bisaknosp haben wir ja kaum noch Attacken übrig. Und bis dahin wünsche ich euch allen noch einen angenehmen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal.